Ich glaube, es sitzen im Moment viele zu Hause und freuen sich darüber, dass man Oligarchen, also privaten Menschen, die Yacht wegnimmt. Ja? Dass man sagt, oh, da ist eine Yacht in Hamburg, die müssen wir beschlagnahmen, das ist Kriegsbeute. Ja? Die beschlagnahmen wir. Und genauso auch in Amerika oder in Monte Carlo oder wo auch immer, ja? Im europäischen Bereich oder im amerikanischen Bereich, denen nehmen wir die Gelder weg. Dann kann ich nur sagen, was seid ihr nur für Schafe, wenn ihr jemals diesen Gedanken habt? Wenn ihr euch darüber erfreut, dass ein Oligarch oder ein Privatmann, der aus Russland sich ja durch Arbeit, wie auch immer, seine Kohle rangeschafft hat, dass der jetzt seine Yacht verliert und dass man die beschlagnahmt und sagt, wir nehmen die, machen daraus Kriegskasse und finanzieren den Krieg gegen Russland. Wer so denkt, ist ein Schaf. Und das ist ganz deutlich, sage ich ganz klar. Wer solche Gedanken hegt, ist entweder also ein Schaf, irgendein Arbeitsloser, der sowieso sagt, scheiß drauf, ich verdiene trotzdem mein Geld, meine Miete wird bezahlt und die 400 Euro, die ich da an Geld kriege, reicht völlig aus. Und später für die Rente kriege ich eine Grundrente, das sind da auch 800, reicht völlig aus, Miete wird auch bezahlt. Solche Typen sind irgendwelche Migranten, die hierher gekommen sind und die meinen, oh, Deutschland kann man wunderbar leben. Oder irgendwelche anderen, die hierher kommen, die Sozialsysteme ausnutzen und sowieso sagen, ist mir scheißegal, Hauptsache die Reichen kriegen einen auf den Kopf. Nur solche Typen können das sein. Darunter noch irgendwelche Grüne, Linke und sonstige Sozialisten, die also sagen, das System muss zu Fall gebracht werden. Die sagen auch Claudia Roth, die am liebsten froh wäre, wenn Deutschland zu Ende ginge, wenn also die Deutschen aussterben und sie dann irgendwie mit den Afrikanern im Kongo irgendwelche Musik spielen kann, weil sie als Kulturministerin also lieber afrikanische Kultur fördert als deutsche Kultur. Denn das ist ja das Problem. Sie fördert ja nicht in dem Sinne deutsche Musik, dann würde sie ja auch mal einen Schlager zum Beispiel oder deutsche Popmusik. Nein, sie fördert die Musik, die Afrikaner, die hergekommen sind, oder irgendwelche sonstigen Menschen, die aus der Migration hierhergekommen sind, die hier ein Instrument in die Hand nehmen und sagen, ich bin Deutscher und mache jetzt schrumm, schrumm, schrumm. Das wird von ihr gefördert. Das ist Aussterben und Ausbluten lassen deutscher Kultur. Nichts anderes. Nur mal so nebenbei. Aber wir reden über Oligarchen. Und wir reden davon, was es heißt, den Menschen, diesen Leuten etwas wegzunehmen und sich darüber zu erfreuen. Und wie weit die Regierungen, USA und Europa, Deutschland vorneweg, mit dem Scholz und die Grünen und diese Baerbock und Habeck-Kommandos da, das sind schon regelrechte Kommandos, die radieren im Moment alles aus, was ihnen nicht in den Weg passt. Die haben die Sperrbank ausgeradiert, indem sie einfach gesagt haben, die machen wir pleite, die machen wir platt und das Geld, Menschen werden mit 100.000 maximal abgefunden und die Millionen, die in der Sperrbank waren, die nehmen wir, um die Kriegskasse zu füllen. So, das ist Fakt. Da habe ich einen Klartext zugemacht, solltet ihr euch ansehen, wenn ihr es nicht glaubt. Das sind Fakten. Das kann man nachlesen, da kann man mal recherchieren und da stellt man fest, dass es so ist. Aber nicht bei den Kackmedien da draußen, ja, sondern bei den Medien, dass man sagt, ich gucke auch andere Medien, damit man das gesamt zusammenfügt. Und nur dann habe ich ein klares Bild. Denn die einen schreiben so, die anderen schreiben so. Und man selbst hat dann nachher eine klare, deutliche Richtung vor sich. Und die Richtung sagt, wie die Dinge passieren. Und es ist unfassbar, was dort im Moment bei uns in Europa stattfindet. Da wird zum Beispiel neben den Oligarchen, die um ihre Yacht bangen müssen, das muss man sich deutlich vorstellen. Weil es ist ja nichts anderes als, für alle, die sagen, was regt er sich auf? Nein, ich rege mich darüber auf, dass es morgen dir oder uns, mir auch passieren kann. Ein Privatmensch, und wir reden jetzt mal nicht von dem Reichsten dieser Russen, sondern wir reden von denen, die gute Geschäfte gemacht haben, die also eine mittelständische Firma sind, ein paar Millionen verdient haben und vielleicht gesagt haben, okay, ich habe hier gut verdient, ich hole mir von dem Geld eine Yacht, das war immer schon ein Traum von mir, dafür habe ich auch gearbeitet. Oder ich hole mir ein Grundstück irgendwo in Kalifornien, in Miami oder sonst wie. Und dann mache ich mir da ein kleines Schiffchen hin und einen schönen Wagen und genieße das Leben, wenn es soweit ist. Packe mir noch eine Bank dazu. Am besten eine Bank, die auch Kontakte zu Armee, also zu Russland hat, damit ich da eben schnell dran bin. Und die Sperrbank war ja auch so eine Bank, die weltweit natürlich ihre Filialen und ihre Sachen dort überall hatte. Konnte man also machen. Oder es gab eben ähnliche Firmen. Das machen Chinesen genauso. Es gibt überall chinesische Firmen. Ja? Allein in Hamburg, unten am Jungfernstieg, diese HSBC Bank ist ja, das würde zu weit gehen. Bedeutet also nichts anderes, dass dieser Privatmensch, der dort
Firmeninhaber ist, sein Privatvermögen, weil sein Land, Russland, gegen ein Land Krieg führt, was weder mit der EU noch mit Amerika was zu tun hat. Im Gegenteil, von diesem Russen kriegen wir eigentlich sehr viele gute Dinge. Wir kriegen Gas, wir kriegen Öl, wir kriegen, ich weiß, so viele Dinge. Die Zulieferer für die Mercedes, VW etc., all diese ganzen Dinge hängen ja damit zusammen. Und dieser Privatmensch bekommt jetzt, weil er Russe ist, sein Geld weggenommen, seine Yacht weggenommen. Und man jubelt darüber, wie toll das ist, dass das nachher so passiert. Dabei ist es ein Diebstahl und eine Enteignung, wenn man so will, von deutschen, europäischen und amerikanischen Ländern, die die russischen Privatmenschen dazu verdonnern, weil sie Russe sind, müssen sie ihr Privatvermögen opfern. Das ist schon unfassbar. Also das ist schon, darüber muss man schon mal nachdenken. Also das ist schon unglaublich, dass Olaf Scholz hingeht und einem Oligarchen, so nennt man ja Menschen, die dort reich sind, wir haben ja auch bei uns Oligarchen, brauche ich nicht sagen, ihr wisst ja, welche gemeint sind, der geht hin, dieser Olaf Scholz, und nimmt jetzt dem Oligarch, also diesem Privatmann, seine Yacht weg, weil er Russe ist. Was für ein Irrsinn ist das eigentlich? Sag mal, wo leben wir eigentlich? Und wir sind noch nicht mal im Krieg mit Russland. Wir haben gar keinen Krieg mit denen. Sondern wir mischen uns in Dinge, das ist es. Wir mischen uns in Dinge ein, als Deutsche wieder, die uns gar nichts angehen. Die uns nichts angehen, die uns nur Ärger bringen, nur Probleme bringen. Wir müssen das alles ausbaden. Ich sage nur USA, Krieg, Arabien. Ausbaden mussten wir das. Mit dieser arabischen Eröffnung, mit dem arabischen Frühling, sind alle geflüchtet, die ganze Migration, alles kam hierher. Wir müssen das alles stemmen. Wir helfen da immer rein zu buttern. Kohle ohne Ende. Für mich hat es folgende Augen geöffnet. Ich weiß ab sofort, dass ich als Privatmensch nichts zähle. Dass, wenn ich Privatmann bin, wenn ich Deutscher bin, und wenn es den Amerikanern nicht passt, oder wenn es den Russen nicht passt, oder wenn es, ich weiß nicht, den Australiern nicht passt, wenn die wollen, die da oben, wir reden wieder von die da oben, es wird jetzt immer deutlicher, können wir nichts machen, du und ich, nichts. Wenn du Geld hast, und du hast das in Amerika geparkt, weil du sagst, will ich in Deutschland nicht, versteuertes Geld, also offizielles Geld, keine Mauschelei. Hast da ein Konto, weil du bist eben jedes Jahr im Urlaub da oder hast da vielleicht sogar eine Privatgeschichte, hast dir ein privates Ding gekauft, dann ist das, kann es sein, dass das morgen weg ist, weil der Amerikaner sagt, das nehmen wir dir weg, das brauchen wir jetzt für die Kriegskasse. Das ist das, was jetzt passiert. Es passiert etwas, was mir so noch nie bewusst war und mir wirklich deutlich in die Augen geöffnet hat. Wenn die da oben wollen, nehmen die uns einfach alles weg. Und diese Oligarchen, die jetzt mit der Yacht in Hamburg und so, das sind jetzt die Dinge, damit man auch dem kleinen Deppen, ja, dem Schaf, erklären kann, das müssen wir machen und wenn wir das dem wegnehmen, ist das richtig. Dabei ist das genau falsch. Ich sage ganz klar und deutlich, das, was unsere Regierung, was die EU und die Amerikaner, die USA, was die zurzeit machen, ist unterirdisch. Und ich sage euch jetzt schon, sollten wir nicht den dritten Weltkrieg kriegen, sollten wir das überleben, sollten wir die 2 Jahre Corona haben wir überlebt und vielleicht kriegen wir auch diese Geschichte hin, wenn sie sich nicht mit den Russen noch weiter anlegen. Sollte das passieren, dass wir den Tag danach, the day after, erleben sollten, liebe Freunde, ich sage das wirklich ganz ernsthaft. Also das ist kein Scheiß. Das ist nicht unter dem Motto, ich mache da Witze. Das mache keinen Witz. Sollte das sein, werden wir das erleben, was wir jetzt auch bei Corona teilweise erlebt haben und wie wir es im Irak erlebt haben. Wie erinnert ihr euch? Der Amerikaner, der Geheimdienst, hat deutlich gesagt, Colin Powell, dort sind Chemiewaffen im Irak. Und deswegen müssen wir da einmarschieren. Und die sind einmarschiert, weil sie das Öl wollten. Nicht, weil sie Saddam Hussein so toll fanden, sondern weil sie gesagt haben, der muss weg.
Der ist momentan so deutlich in seiner CIA-Geschichte, dass der weg muss. Denn der hat ja mal für die CIA gearbeitet und hat dafür gesorgt, dass er an die Macht kam durch die CIA. Und dann hat er einfach gesagt, ich mache auch nicht mehr mit, wie die das wollen. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und dann musste der weg. Man hat das, weil man sich nicht damit beschäftigt hat, nicht so klar vor sich gesehen. Diese Dinge, die jetzt passieren, sind ja in der Vergangenheit dauernd passiert. In der Vergangenheit sind also irakische Geschäftsleute auf der Strecke geblieben. Die wurden geopfert. Die Menschen wurden geopfert. Das ist jetzt deutlich geworden. Und wer jetzt dafür ist, dass man Oligarchen und reichen Geschäftsleuten und vielleicht Menschen, die etwas mehr Geld haben, wenn man denen, wenn man das duldet, dass die Europäer, also wir und die deutsche Regierung mit den Amerikanern zusammen, mit diesen Lagards und wie sie alle heißen, zulassen, dass die das Geld von uns Privatmenschen nehmen, nicht von Regierungen. Nochmal, das ist kein Geld der Regierung. Das ist Geld, die ein Privatmann sich angeschafft hat, gearbeitet hat, dafür gespart hat und sich damit ein besseres Leben zu ermöglichen, was wir alle in irgendeiner Form tun. Da fühle ich mich selbst betroffen. Würde man mir jetzt wegnehmen. Genau diese Situation. Die findet seit Jahren täglich statt. Und wir, auch ich, habe da immer zugesehen, aber ich habe jetzt verstanden, wie es läuft. Es hat ein bisschen gedauert. Es hat leider etwas zu lange gedauert, wie ich finde. Dann hätte ich viele Dinge noch anders gemacht. Aber ich sage euch Folgendes. Ich werde ab sofort meinen Grundweg ein. Ist ein Go! Hier bei der Horn Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen. Logisch bei der Horn und weiterempfehlen. Wendo. Anything, anything.